Wir haben immer wieder mit den Fragen von irgendwelchen Leuten zu kämpfen, die meinen, dass wir Monokultur anbauen, obwohl das bei uns gar nicht der Fall ist, maximal 25%. Aber dennoch wollen wir versuchen, da eine Biodiversität hinzubekommen. Ich bewirtschafte einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, 150 Hektar Ackerbau, gut 100 Hektar Wald, eine Biogasanlage und Schweinemast und Ferkelerzeugung, also als geschlossenes System. Als Test für die Biogasanlage haben wir mit der KWS dieses Jahr ein Mais-Bohnen-Gemenge gedrillt und als Testfeld wollen wir begutachten, ob das auch in Zukunft für uns eine Alternative wäre. Ich habe immer gedacht, dass die Maispflanze sehr stark darunter leidet, dass ich die Bohne darunter setze und dass der Kolben nicht voll gefüllt ist. Aber das ist nicht der Fall, wenn man durch den Mais sich durchkämpft. Dann sieht man auch die Kolben voll ausgebildet. Also die Maispflanze hat sich genauso gut entwickelt. Wie die allein die Bodenbedeckung ist, ne? Der Vorteil gegenüber dem Maisreinbestand liegt in der Mischkultur, in der Biodiversität, die ich habe, allein durch die beiden Kulturarten, den Mais, die Stangenbohne. Ich habe unterschiedliche Wurzelhorizonte, die durchwurzelt werden. Ich habe durch diese beiden Kulturen eine raschere Bodenbedeckung. Das heißt, ich habe eine geringere Verdunstung über dem Boden, was dem Wasserhaushalt förderlich ist. Ich habe eine schnelle Bodenbedeckung gegen die Unkrauter, die aufkommen wollen. Ich habe hier auch ein größeres Nahrungsangebot für diverse Insekten. Und in Bezug auf den Futterwert dieser Mischsilage nach dem Beernten habe ich dann auch die Möglichkeit, durch den Anteil der Bohnen auf einen tendenziell höheren Eiweißgehalt für die Fütterung fürs Vieh. Den Mais brauchen wir für unsere Biogasanlage. Wir brauchen etwa 250 Hektar Mais. Wir haben zwischenzeitlich auch schon was mit anderen Gräsern probiert, aber das hat sich alles nicht bewährt. Von daher ist diese Alternative mit der Bohne und dem Mais schon gut und sieht auch so aus, als wenn sich das in Zukunft bei uns hier mit etablieren wird. Die bisherigen Erfahrungen sind ja ganz neu, haben wir ja dieses Jahr das erste Mal gemacht. Der Boden ist eben ein kostbares Gut und das wollen wir auch für die nächste Generation erhalten. Also so, dass wir auch alle möglichen Sachen probieren und wenn sich das bewährt, dann kann man das auch so machen und anbauen.